Moin Freunde! Letzte Woche habt ihr ja gesehen, wie wir diesen Campingausflug bei der Lüneburger Heide genutzt haben. Diese Woche geht es dann um die fotografischen Anteile. Das ist also ein Zusammenschnitt von den zwei Tagen, also nicht wundern, dass wir jetzt hin und her springen. Es beginnt also am Tag, wo wir angekommen sind, mit der Tierfotografie. Viel Spaß beim Anschauen! Also da oben ist gerade der Buchfink. Es ist halt viel zu weit entfernt, bei 300 mm kann man auch nicht wirklich auf die Schärfe achten. Ist halt auch manuell. Ne? Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Was dann passiert ist, habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Tag morgens, als wir bei der Lüneburger Heide am Toten Grund angekommen sind. So, wir haben uns jetzt hier auf eine Bank gesetzt. Die Aussicht hier ist einfach echt geil, aber leider ist der Sonnenaufgang da hinten, hinter den Bäumen halt. Die Sonne strahlt halt da hinten auf die Bäume und ich finde, das sieht auch echt cool aus. Okay. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu warten. Ich habe mal jetzt probiert, hier diesen Baum da hinten so schön abzulichten. Und ich glaube, das ist mir auch ziemlich gut gelungen. Dort vorne ist einfach jetzt ein Regenbogen aufgetaucht. Ich probiere den hier ein bisschen mit ins Bild reinzubringen. Und gleichzeitig auch die Landschaft drauf zu haben. Ich glaube, ich gucke gleich auch noch mal, ob ich mit dem Teleobjektiv die Baumspitze ein bisschen rauf bekomme. Vielleicht auch mit dem Regenbogen. Mal gucken. Wir haben hier übrigens solche Filter drauf, Verlaufsfilter, und Henry hat noch ND-Filter drauf oder auch Graufilter genannt. Also der Regenbogen sieht echt cool aus und die Bilder, die wir jetzt gemacht haben, sehen auch schon echt schön aus. Und dann wird das Bild gemacht. Das blenden wir auch nochmal ein. Ja. Ist eigentlich schon cool. Ist cool geworden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die heutigen Bilder findet? Danach bin ich rumgegangen und habe nochmal probiert, ein paar Landschaftsfotos zu machen. Und hier sind die Ergebnisse. Also wir gehen jetzt zu einem Bach, wo wir auch letztes Jahr ein Bild gemacht haben. Wir probieren auf jeden Fall, das nochmal besser hinzukriegen und vielleicht noch ein bisschen Langzeitbelichtung bei dem Bach dann zu starten. Wir nehmen euch auf jeden Fall dabei mit. Auf dem Weg mussten wir dreimal anhalten. Einmal, um eine gelbe Blume am Bach zu fotografieren, einmal, um einen roten Fingerhut zu fotografieren und einmal, um einen Schmetterling zu fotografieren. Ich habe hier so einen blauen Falter gefunden, der fliegt einfach nicht weg, wie cool. Versuche ich schon die ganze Zeit, aber den habe ich jetzt hier mit Makro-Extender schon fotografiert. Ja, ich hoffe mal, das ist halbwegs scharf, weil der Makro-Extender, da muss man ganz schön
stillhalten, damit das scharf ist. Ich finde, das sieht echt cool aus, das Bild. Einfach raufschrauben. Bam. Sieht zwar voll bescheuert aus, wie ich das hier aufgebaut habe, aber eigentlich ist es ein ganz cooler Winkel. Ich mache, glaube ich, 4 Sekunden Belichtung, Blende 13 einfach. Jetzt muss ich noch Fokus einstellen, das ist halt immer ein bisschen schwierig hier. Und los geht's. So, ich suche mir jetzt einen anderen Winkel als Lenny. Ich gehe jetzt sogar ins Wasser rein. Der Winkel hier, der ist schon echt cool. Oh, ich finde, das sieht für den Anfang schon mal echt cool aus. Ich habe übrigens hier gerade einen Verlaufsfilter drauf und einen Polfilter. Und ich kann ja mal zeigen, wie das aussehen würde, ohne diese beiden Filter, also erstmal mit und dann ohne im Vergleich. Da sieht man auf jeden Fall richtig krassen Unterschied, vor allem mit dem Polfilter, der entspiegelt das Wasser ein bisschen und das sieht einfach cleaner aus. Und jetzt versuchen wir uns hier ein bisschen ranzutasten, ein bisschen so alles aufzubauen und zu gucken, wie man ein gutes Bild machen kann, was für eine Perspektive gut ist. Wir gehen jetzt mal hier rüber, hier ist die Brücke. Und die will ich jetzt mal fotografieren, weil hier verläuft schön der Bach lang und da kann man eine schöne Langzeitbelichtung machen, um das Wasser glatt zu kriegen. Und wenn ich noch den Polfilter drauf mache, dann kommen die Farben noch ein bisschen mehr raus. Polfilter ist halt schon dran. Einmal mit Polfilter. Und das ist ohne. Das ist echt ein krasser Unterschied, finde ich, also auch im Bild. Weil generell, es ist halt einfach dunkler und die Oberfläche, die entspiegelt sich. Und das macht es halt einfach richtig clean. Ey, das sieht richtig wild aus von hier mit der Brücke. Ich komm mal gleich. Ja, mach mal. Ich muss es halt immer so frei Nase machen, weil ich weiß nicht, wo es bei Canon sowas gibt, dass man halt erkennt, was scharf ist und was nicht. Aber es ist egal, ich komme eigentlich damit klar. Und jetzt 30 Sekunden Belichtung müsste ich, glaube ich, eigentlich gar nicht machen. Aber ich mache es jetzt einfach mal so, um zu testen. Und let's go. Boah, das sieht geil aus. Ey, wow. Ey, was sagt ihr zu dem Bild? Also ich finde es echt ultra schön. Ich finde es so geil bei Landschaftsfotografie, man baut sich sein Bild so auf. Ich gucke einfach, was jetzt hier perfekt passt und ja, baue dann halt nach und nach auf. Am besten ist es halt, wenn man Landschaftsaufnahmen macht, immer in den Hintergrund fokussieren. Die Blende so gut wie es geht schließen, dann ist schön alles scharf. Je nachdem, wie weit euer Vordergrund halt an der Kamera ist. Ja, das hat was, Digga. Das sieht cool aus. Das hat was. Das hat was. So, ich habe nochmal einen nice Winkel gefunden. Das Bild ist dann leider nichts geworden, aber dafür sind hier 2 Bilder noch von Lenny. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, gehen jetzt nämlich schon los zur Zugstation und müssen dann leider hier los. Aber ich finde, die Bilder, die wir hier gemacht haben, waren schon echt cool. Echt cool, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Egal, ob das Wetter ja nicht so ganz cool war, wie wir es wollten. Naja, wir haben es trotzdem ausgenutzt, ne? Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.